links und rechts der Saar. Das Kraftwerk Römerbrücke, gleich neben der Schlageda-Brücke auf der rechten Saarseite. Ich muss mich da sofort korrigieren. Die schmale Fußgängerbrücke heißt seit langem schon Dahlerbrücke. Aber als Alt-Saarbrücker geht mir trotzdem der alte Name besser über die Zunge. In den technischen Details des Kraftwerks möchte ich mich nicht verlieren. Der Turm mit seinen 177 Metern Höhe ist ohnehin nicht zu übersehen. Fest steht, die Architektur des Kraftwerks wurde mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem 1992 mit dem UNO-Umweltpreis für vorbildliche und innovative Energiepolitik. ...1993 erhielt der Kamin in 73 Metern Höhe eine Nisthilfe für Wanderfalken. Und deren Aktivitäten können im Internet verfolgt werden. Diese Aufnahmen entnahm ich der Live-Webcam. Auf meinem Weg saaraufwärts, auf dem Leinpfad, bin ich nicht alleine. Spaziergänger, die gemütlichen wie die ganz sportlichen und die etwas schnelleren auf ihren Rädern. Flussaufwärts die 1998 fertig gewordene Ostspange. Verglichen mit den bestehenden Brücken ein ganz neues Bild. Sieht doch gut aus. Auch der Blick unter der Brücke durch auf den 2009 fertig gewordenen Yachthafen hat doch was. Im Hintergrund der Hallberg mit dem Sendeturm des Saarländischen Rundfunks. Idyllisch liegt er da, der Yachthafen. Wenn auch die Geräusche der doch stark beanspruchten Ostspangenbrücke nicht wegzuleugnen sind. Und dieser Blick auf den alten Anlegekai der La Gera im hinteren Osthafenbecken gelingt am besten von der neuen Pontonbrücke. Freizeitsportler, die Kleinen und die Großen, finden hier viele Möglichkeiten. Ist ja der Weg zur Rüdinger Schleuse und auch weiter nach Frankreich wirklich nur ein Katzensprung.
hier von der Ostspangenbrücke. Sie verbindet die Stadtteile St. Anual mit St. Johann. Ist der Blick auf den Waggenberg durch das viele Grün etwas verdeckt. Von dort oben, vom Dach des ehemaligen Don Bosco-Heims, findet nur die Marienstatue über die Baumwipfel hinweg den Blick ins Saartal und auf den nicht zur Ruhe kommenden Straßenverkehr. Linksseitig quälen sich die Fahrzeuge auf der Stadtautobahn in beiden Richtungen. Von den alten Parkanlagen ist durch die Saarbegradigung nicht mehr viel übrig geblieben. Fast vom gleichen Standpunkt der Kamera ein Blick saarabwärts. Das Saarbrücker Schloss und am Bildrand der Turm der Ludwigskirche. Mit dem Teleobjektiv zum Greifen nahe. Und dann scheinen sich die Perspektiven zu verändern. Auch von der kleinen Halbinsel, fast inmitten der Saar, bietet sich ein beliebter Blick auf die restlichen Parkanlagen neben der Autobahn. Und die Parkbänke laden ein zum Relaxen. Über den Altarm der Saar hinweg ist die Aussicht auf die Anlagen am Staden nur mit dem Tele möglich. Dort haben sich mit den Jahren gemütliche Gastronomien angesiedelt und finden bei gutem Wetter immer ihr Publikum und versuchen den Verkehrslärm der anderen Saarseite zu ignorieren. Wobei die Aussicht auf die Betonwände längs des alten Treidelpfades durch die anspruchsvolle Arbeit von Graffiti-Sprayern durchaus auch künstlerische Beachtung finden kann. Und so mag jeder seine Freizeit gestalten. Zu Fuß, per Rad, mal ganz anspruchsvoll auf dem Hausboot. Oder auch mal mit vereintem Körpereinsatz. Links, rechts oder auch auf der Saar.